Hallo und herzlich willkommen bei Commander Jenso in der Garage. Es ist wieder Mittwoch. Und was ist Mittwoch? Genau, es gibt was Schönes zu sehen. Wie ich finde, was Schönes. Ob ihr das so findet, wer weiß es schon. Jo, was habe ich mir ausgesucht? Und zwar habe ich mir, ja, folgender Fall hat sich zugetragen. Ich habe mir die Bedchat wieder gekauft. Ich muss jetzt langsam mal aufhören, immer im Suff frustriert irgendwelche Panzer zu verkaufen, die meiner Meinung nach nicht mehr funktionieren. Weil das ist dumm, weil ich mir sie dann immer wieder kaufen muss. Aber das ist ein schöner Kreislauf. Ich verkaufe immer für 3 Millionen und kaufe für 6 Millionen. Ja, Baumspitze ist ja momentan. Und weil Baumspitze ist, habt ihr ja die Möglichkeit, bei den Franzacken gewisse Tanks rabattiert zu kaufen. Und das habe ich getan. Und natürlich hat auch der Epics seinen Teil dazu beigetragen, weil er nämlich gesagt hat, er hat sich die Bedchat in Baumspitze gekauft, weil er die auch in Rage verkauft hat. Und deswegen habe ich mir überlegt, ey, eigentlich musste mit der nochmal lernen zu fahren, weil ist nicht geil. Ist nicht geil, wenn man Sachen verkauft, weil man meint, damit nicht klarzukommen. Baumspitze. Also, deswegen gibt es jetzt ein geiles Replay von der Bedchat, was ich in mehrfacher Hinsicht geil fand, aber das werde ich euch dann nachher erzählen. Und ja, die Bedchat vielleicht nochmal vorstellen, muss ich euch die vorstellen. Ist ein Magazinpanzer. Sie ist relativ schnell. Sie hat eine geile Gun, hat nicht die Höllenpräzision. Zwischen den Schüssen hast du auch irgendwie ordentlich, fast 3 Sekunden Nachladezeit zwischen den Schüssen. Das können manch andere irgendwie besser, aber ich sag mal so, gemessen an zum Beispiel meinem Magazintank, den TVP T50, der hat eine präzisere Gun, aber der hat halt nicht so einen geilen Alpha. Und das ist schon mit so einem, müsst ihr mal hochrechnen, ne? Also 3,90 mal 5, da nimmst du schon den ein oder anderen Tank einfach mal raus, wenn alle durchgehen. Und insofern, das müsst ihr jetzt einfach mal missachten, was ich hier tue, weil da sage ich nachher noch was zu, denn ich habe das, Intro sozusagen nach dem Gameplay gemacht. Und deswegen, ich habe nämlich vorhin gesagt, dann sage ich es halt nachher nochmal, es reicht meiner Meinung nach bei der Bedchat mit 5 Goldschüssen, also einer Trommelgold. Oder 2. Oder einer. Ne, ich fahre sie jetzt mit einer. Mit einer. Jo, was gibt's noch zu sagen? Ja, meine Mannschaft, nicht lachen. Ich habe ja mittlerweile aufgegeben, den ELC mit 3 Gunmarks zu versehen. Das kriege ich aus irgendeinem Grunde momentan nicht hin. Insofern, ELC habe ich noch, ja, aber ich habe die Mannschaft rausgenommen. Und deswegen habe ich mir überlegt, ich muss jetzt mal noch die dritte Frau hier. Ich kriege aber auch die Missionen momentan nicht so richtig fertig, weil bei Missionen ist bei mir sind bei mir irgendwie nur noch Leid, ja. Also Leid, ja, tut mir leid, das schaffe ich nicht momentan. 7000 Spot. Echt tricky. Und bei Metz 2 gegnerische Jagdpanzer, die eine Stufe höher sind. Da müsste ich einfach mal irgendwie das drauf ankommen lassen und das mal macht aber nicht so viel Spaß, so Missionen zu grinden, sage ich mal. Ja, schade eigentlich, aber so ist dit nun mal. Gut, ich laber schon wieder zu viel. Wir gucken uns das Gameplay an. Macht es gut, bis gleich. In-game. Wie versprochen, bei einem durchaus interessanten Game auf meinen von dem Kivin und dem Kollegen, die hier ganz schön rumrandeln, beziehungsweise der Kivin hier ganz schön rumrandelt. Und weshalb ich das Game Entschuldigung. Weshalb ich das Game genommen habe, ist, weil es so ein paar Sachen hat, die so besonders lustig sind. Weil neulich erklärt der Biomär erst irgendwie, welche Wege es ja noch gibt, auf diesen Berg hochzukommen, die mir unbekannt waren. Ich, alter Bob. Aber dieser Weg ist einer davon. Da kann man nämlich, wenn man einen Panzer hat, der schnell genug ist, kann man nämlich hier sozusagen die Gegner fahren den Berg hoch und du bist hinter den Gegnern und schießt dir in den Arsch. Was natürlich
ausgesprochen ungeil für die Gegner ist. Und hier ist schon der erste Achter raus. Der Leo 1, der kriegt hier auch schon richtig auf die Fresse. Und er hat die erste Trommel verwandelt. Und die Jungs sind da in ihrem, ich sag mal, in ihrem Wirken völlig, völlig auseinandergenommen. Nee, das ist natürlich eine mega geile Aktion. Ich habe das ein paar Mal mit einem schnellen Tank versucht und man muss das wirklich üben, das. Ja? Übt das, man kommt diesen Berg hier nicht hoch, wenn man das nicht schon ein paar Mal gemacht hat. Es sei denn, ihr seid ein Naturtalent. Aber ich habe es nicht beim ersten Mal geschafft. Und dann passiert nämlich sowas hier, dass man sozusagen wieder abglitscht. Abglitscht vom Berg, wo man, also wie gesagt, ihr müsst, guckt euch das Video genau an, wo er hochfährt und dann macht das in einem Übungsgefecht nach. Denn das ist nicht so easy. Aber wer den Hill hat auf meinen, der hat auch die Map Control. Und deswegen, ja, er fährt auf den Hill, macht das Auto-Aim rein und jetzt nicht mehr mit Auto-Aim. Das ist natürlich auch geil. Ja, jetzt hätte er ein Object 114 reinschießen können. Auch geil, rauffahren, nicht blind hochbeeilen, wie der Commander immer, sondern irgendwie einfach mal stehen bleiben, wenn man weiß, hey, da kann keiner schießen. Und einfach in den nächsten Gegner nochmal die letzten drei Schüsse reinzimmern. Geil. Also auch, ich finde, so eine... der Kollege hat hier genügend Awareness oder es sind so lauter Punkte, wo ich mich so wiedererkenne, was ich immer nicht gebacken kriege. Dass er nämlich sagt, hey, komm, das ist ein Achter, der kann mir ruhig eine verpellen. Okay, er hat vom E50 hat er eine kassiert, da hat er Glück gehabt, dass er nur die kleine Kanone drauf hatte. Aber das sind so, ja, auch ein sehr, sehr ergonomischer Slide in den Rückwärtsgang. Warum macht er das? Ganz klar, er kann aus dieser Situation muss er ja schnell flüchten können. Und da kann er natürlich im Vorwärtsgang, ihr seht, er fährt hier rückwärts ran, kann er natürlich im Vorwärtsgang viel besser flüchten. Und vom FCM lässt er sich jetzt gerne noch einen einschenken, weil das ist auch ein Achter. Und er drückt sogar nochmal hier dem Kollegen, dem D44, nochmal eine oben aufs Dach. Schon mal ja, plopp, kleines Geschenk dagelassen. Optimal. Jetzt schon, ich sag mal, ja, ich sag mal, 4 Minuten gespielt und 5500 Damage. Guckt mal auf den Munitionsvorrat. Ich habe mich immer gefragt, wenn ich Badget fahre, dachte ich mir so, es gibt doch bestimmt Leute, die Probleme mit der Munition haben, weil so richtig viel hat man ja nicht. Nicht wie im, wie in manchen Tanks, wo du 60 Schüsse hast irgendwie. Ah, auch traumhaft hier die Trommel nochmal in den E5 entleert. Zack, hier nochmal ein Turm. Dann irgendwie gewechselt. Der Winkel ist natürlich auch... Ja, das ist natürlich ungeil, Mr. SD1, SDI. Weil, passend rechtzeitig abgehauen, um ohne von der AT1 auf die Fresse zu kriegen. Winkel, E5, optimal, weil von oben... Immer leichter, Dächer und, also zwei Tanks gerade, schwierig, von oben auf etwas runterschießen, immer gut. Insofern, ja, man merkt halt, dass der Kollege, ja, so schrecklich geskillt ist er jetzt gar nicht. Also klar, 2-4 WN8 ist geil bei 17.000, aber es ist jetzt gar nicht das super Unikum in Triple sonst die Lila. Ja, und hier kommen jetzt auch die Schüsse, wo ich dann wirklich sage, ja, er schrieb auch in Kette oder sonst wo gelandet, ey. Ärgerlich. Tja. Da, hier kommen jetzt die Schüsse, Satz mal fertig machen. Hier kommen die Schüsse, wo man sich halt nachher fragt, auch am Arsch von der IS-7. Aber IS-7 ist halt trollig. Also, so den Satz jetzt das dritte Mal beenden. Hier kommen die Schüsse, wo man sich halt am Ende gar nicht mehr fragt, wieso er keine Munition mehr hat und warum er jetzt nur noch mit Spucke schießen kann und keine Murmeln mehr hat. Denn er hat jetzt noch 6 Murmeln und diese 6 Murmeln werden wir am Ende sehen. Ich meine, es ist erst 9 Minuten 48 noch zu spielen. 5-5. Ich würde mal sagen, da muss noch einiges gekämpft werden. Das, ja, das ist noch kein Safe-Win bis jetzt. 7-6, naja, doch, jetzt mittlerweile schon. Ich meine, die Gegner haben nur 6000 HP und sein Team 10.000. Das ist jetzt schon ein D entschieden, aber oft genug
geht es ja dann trotzdem nochmal in die Büchse. Hier ist auch wieder sehr, sehr, sehr schön. Der hatte noch einen Repke. Zack, hier. Ja, wenn er noch ein bisschen eiskalter gewesen wäre, dann hätte er jetzt nochmal versucht, den Kollegen zu tracken. Denn dann hätte er einfach das ganze Magazin in den seitlich reinschenken können. Hier wiederum sehr schön. Das riskiert er gar nicht erst, sondern er, ja. Wobei, ich sag mal so, eigentlich hätte er mal ein bisschen früher fahren können, um seinen Kollegen dann auch zu retten. Denn wer soll denn da unten noch sein? Es sind alle offen gewesen. Ja, jetzt fährt er, sage ich mal. Und Magical Bouncer vom 140er. Aber also er hat so ein bisschen seinen Kollegen da sterben lassen. Das fand ich ein bisschen schade. Jetzt weiß er aber, dass der Kollege hier irgendwie gar keine andere Chance mehr hat. Weil er das Rapkit vorhin verwendet hat und demnach, ja. Ja, ein Schuss. Krass. Also ich meine, wir wissen jetzt also auch, ja. Mittlerweile auch der Fahrer im Arsch. Jo, spielt überhaupt keine Rolle. Was will er denn noch fahren? Hat er nichts mehr zum Schießen. Ein Schuss. Und kann er jetzt... Naja gut, das Game ist großteils gewonnen. Auch natürlich durch seine Leistung. 10.000 Schaden. Ja, wer 10.000 Schaden auskält, der trägt natürlich was zum Game bei. Logisch. Also das, da brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren. Das, tja... Letzter Schuss. Schön geaimt. Genau auf den Arsch. Und, jo, mal verstecken den Rest mal. Also, ja, 10 zu 7. 11 zu 7. Jetzt kann er... eigentlich nur noch sich irgendwo hinstellen. Und, untätig, unsinnig. Aber gut, er hat ja auch eigentlich keine Hitpoints mehr. Und, der Fahrer ist im Arsch. Also es wird jetzt auch Zeit, sag ich mal. Wird jetzt auch Zeit, dass, ja, dass das Game zu Ende geht. Aber ist interessant. Es sind die Anfangsposi finde ich interessant. Weil da kann man halt oft rusht alles vom Gegner auf den Hill. Und mit diesem Anfangsmove kannst du dein erstes Magazin, ich sag mal, du kannst einen Gegner, der auf den Hill rauffährt, und der dort gerade weiterfährt, der jetzt nicht, ich meine, guckt euch mal den Hill an. Es gibt ja natürlich, ups, was haben wir jetzt hier gemacht? Es gibt natürlich am Hill auch durchaus verschiedene Möglichkeiten. Die fahren den Hill hoch, gucken auf die Minimap, fahren den Hill hoch und fahren hier lang. Da kannst du die von, der stand ja hier an der Ecke, da kannst du die nicht mehr erreichen. Ne? Aber die Jungs, die hier gerade am Hochfahren sind oder sich hier an die Ecke stellen, ja. Die machst du Fritte. Also, was heißt machst du Fritte? Geht mit dem Autoloader, sage ich mal, besonders gut, weil man kann sich dann sozusagen an die Ecke stellen und eine Trommel rausrotzen. Ne? Dann hast du... was hat der an Reload? Also, du fängst dir... Ja, du fängst dir ein bis zwei Schüsse ein und kannst halt fünf geben. Das ist Damage Train. Was macht er jetzt hier? Er weiß ja, dass... höchstwahrscheinlich die Arti da hinten noch steht und will jetzt die Arti spotten. Gut, wenn man jetzt so fährt wie er, dann weiß man eigentlich schon, dass die Arti nicht hier steht. Müsste, hätte er eigentlich auch machen müssen, sondern eher hinter dem Stein. Die kann man dann wunderbar proxien und das macht er jetzt auch gleich. Und bingo, die aimen natürlich schon auf die Ecke, klar. Aber... das spielt ja für ihn eh keine Rolle mehr, weil er braucht ja nicht rumfahren. Er kann ja die Arti auch überhaupt nicht mehr, ja. Da ist nichts mehr, da kann er nichts machen mit der Arti, weil, tja. Ah, das ist auch immer eine lustige Szene jetzt, also, weil, was willst du machen? Willst du, ganz schön riskant vom STI. Hätte jetzt auch weg sein können, wenn die, obwohl die Arti hat, lass mal nochmal, gib mir Sicht. Kriegen wir jetzt nicht mehr. Wir kriegen keine Sicht. Die Adi wäre fast wahrscheinlich rangekommen. Ja, besser ein bisschen... besser nicht vorfahren. Ja, also ich sag mal, für Baumspitze fand ich das eine ganz anständige Runde mit der Badget. Um es mal anders auszudrücken. Mir ist mit meiner Badget so eine Runde noch nicht gelungen. Ich glaube, 6.000 Schaden oder sowas in der Richtung war mal... oder 5.000, war für mich mit der Badget mal möglich. Aber ich arbeite dran.
Hat eigentlich ganz schön gezeigt, was möglich ist, wenn man Map Control hat, ne? Also sozusagen, er konnte ja beliebig in jede Himmelsrichtung von dort oben auf die Gegner wirken. Sehr schönes Match. Wir gucken uns jetzt noch die Gefechtsauswertung an und dann ist das schöne Mittwochs Let's Play beendet. Bis gleich. Geschlechtsauswertung. Jo, natürlich, mastern tut man mit so einem Game auf jeden Fall. Das ist mal ohne Frage. Blech gab's auch. 126.000 Brutto-Credits, 2,4 XP und Confederate und High-Kaliber. Aber, ja, das ist die interessantere Ansicht. Denn, ja, naja. Ich sag mal, ich würde schon sagen, dass er mit diesem Move da am Anfang auch dem Leo ordentlich einzuschenken. Ihr wisst ja immer, wie es ist, ne? Es ist, du machst irgendwas, was die anderen, ja, wie soll ich sagen? Du machst einen mutigen Move und all dein Team denkt so, ey, geil, cool, auf die können wir schießen, die sind offen. Ist jeder so zaghaft unten und sagt so, ah, lieber nicht mal einen Schuss machen und dann wieder gehen, dann geht auch dein Team nicht. Aber ich mache das manchmal auch so, dass ich denke so, ich zeige denen jetzt mal, dass man jetzt vorfahren kann. Und dann gucke ich mal, ob sie mitkommen. Und wenn sie mitkommen, dann funktioniert das Ganze. Und wenn sie nicht mitkommen, dann stoppe ich den Move halt. Insofern, das war auch so. Das war so, der hat gezeigt so, ey, ich werde die hier übrigens am Hill ordentlich durcheinander bringen. Und dann hat sein Team halt auch wahrscheinlich den Mut geschöpft, auch mutig zu sein. Ja, 74.000 sind übrig geblieben nach der ganzen Aktion. Klar, er hat natürlich hier Munition, 72.000. Da ist aber die Goldmuni, die zwei Magazine mit. Ich muss ganz ehrlich sagen, der Epix hat mir ja neulich auch eine gute Runde geschickt und der fährt den ja ohne Gold, die Badget. Ich glaube, ich nehme mein Gold auch raus, weil eigentlich kommst du mit der Munition von der Badget richtig gut klar. Vielleicht eine Trommel. Aber zwei Trommeln sind mir jetzt auch, sag ich mal. Na ja, gut, ehrlich gesagt, wenn du so eine Runden hast, dann scheißt der auch aufs Geld. Scheißegal, ob da was bei rumkommt oder nicht. Ehrlich gesagt, ja, vielleicht. Ich muss es mal beobachten. Was ich ungeil finde, ist, wenn man Gold schießt, weil man es gar nicht Gold schießen will. Und vor allen Dingen, du hast ja dann Heat oder Hash oder sonst wie Dreck und nicht mehr die APCR. Und das ist ja auch ungeil. Naja, was mir schön gefallen hat. Er hat nicht, wie all die anderen Games, die ich mir angeguckt habe, irgendwo im Busch gestanden und alles sich ersnipert, gangstermäßig, sondern das war richtig schön erarbeitet. Und deswegen kommt das hier halt auch nur 380 Schaden. Er praktisch hat einen Schuss nur über 300 Meter gemacht. Das war auf den ST1, STB1. Da hätte er ja noch mehr gemacht. Ja, das war wahrscheinlich egal. Er hat schön gearbeitet und nicht nur gesniped. Das fand ich gut. Und insofern gab es das hier. Mein Beitrag zur Baumspitze. Jo. Was kommt als nächstes? Als nächstes kommt entweder noch, was mir einfällt, oder wir sehen uns beim Freitag wieder beim Vlog. Macht's gut. ich hab. Nein, man kopiert ja keine Sprüche von anderen YouTubern, aber ich habe in der letzten Zeit eine ganze Menge Flying Uwe gesehen. Und was ich am geilsten von ihm finde, er ist echt authentisch. Und sein Spruch: Macht's gut, ihr Butzer. Oder Hallo, ihr Butzer. Er ist cool. Naja. Kopiere ich aber nicht. Tschüss, ihr Butzer.